Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zum 27. neuen Projekt diese Woche ungefähr. Und zwar Chip und Chan. Wie ihr hört, bin ich nicht alleine da, sondern... Hallo, Fragezeichen, Mann, ist hier. Ja, genau. Und wir spielen heute... Rescue Rangers. Pokémon Rescue Rangers oder Ruby Destiny ist der Haupttitel, nenne ich es mal. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Er hat es mir empfohlen. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass es Mystery Dungeon-mäßig ist. Deswegen muss es ja ganz gut sein. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hast du noch irgendwas zu sagen oder legen wir los? Nein. Sofort los, das ist nur der zweite Ruby Destiny Tag. Gut. Und an alle Leute, die wissen, dass sie den ersten Teil gespielt haben, Respekt. Hey, warum ist das das Intro von Pokémon Smaragd? Es passiert auf Pokémon Rubin. Ja, okay. Ich denke, das ist vom Titel klar. Irgendwie schon, aber ich hatte. Soll ich es vorlesen? Ist mir relativ egal, mach du mal. Hallo, tut mir leid, dass ich es euch warten ließ. Willkommen in der Welt auf Pokémon! Mein Name ist Birche. Auf Deutsch heißt er Birk. Aber jeder nennt mich nur Pokémon-Professor. Ist halt echt praktisch, dass ich gestern erst die erste Folge von meiner Pokémon Smaragd Randomizer hochgeladen habe, wo genau dasselbe Intro schon mal dran kam. Es war's, ich hab's gesehen, mit Hunderbell. Okay, das ist depressiv. Das ist, was wir ein Pokémon nennen, Dankis. Diese Ball. Wird von Pokémon heimgesucht, die wir ich glaub, als bewohnt, Mensch trainieren. Ich glaub, bewohnt trifft's besser als heimgesucht. Wir leben lange Zeit mit Pokémon und freunden uns an und spielen miteinander. Und manchmal tun wir gemeinsam arbeiten. Die Übersetzung finde ich gut. Mein Glurak tut meine Kaffeemaschine anspeisen. Was? Und manchmal, nur manchmal, tun wir zusammen kämpfen. Ich bin echt begeistert. Jetzt hast du meinen Text vergessen. Ah ja, warte, ich weiß wieder. Aber wir wissen noch nicht alles über die wundervollen Digimons. Genau, Digimon, woo! In der Fakt sind es so viele Geheimnisse, wie man nur zählen kann. Eins. Über die Digimon. Ja, Yu-Gi-Oh! Kann schon weiter. Wunderbar. Das ist halt das, was ich ihm tue. Also, glaub, ist meine Idee. Oh Gott. Und du bist. Boy oder Girl? Bist du mein Yu-Gi-Oh oder Mädchen? Ich hab dich zwar 10 Minuten lang angestarrt. Ja. Gut, man hat genauso viele Slots frei wie in Pokémon Smaragd. Bin jetzt, weißt du, auf was ich gespannt bin? Wessen Namen? Okay.
Willst du wissen, wie der Name offiziell heißt von dem? Ja. Du kennst dich doch. Ich muss das jetzt ein bisschen laut auf den Dach lassen. Und zwar heißt der. Ja, Jason. Okay. Das war der erste Name, der zur Auswahl stand gerade. Das war mit Y. Ich hab keine Ahnung mehr. Das war auf jeden Fall. Das schreibt man mit Y als dritten Buchstaben, oder? So. Ja, ja, ich heiß Günther, ja! Muss man eigentlich ein Pikachu sein? Harry oder Luke? Oder Ace? Hä? Oh, okay! Du bist also Günther. Das ist ein richtig schöner Name. Finde ich auch. Bist du bereit für dein Abenteuer? So, jetzt bist du dran. Das ist dein Text. Ich glaube, ich soll mein Game Boy Advance ausmachen. Vielleicht warten meine Freunde, meine Freunde schon auf mich. Aber wem was mache ich was vor? Ich hab keine! Hallo, Schnauzlos da! Schnauze da hinten! Naja, ich will sie trotzdem nicht warten lassen, es ist jetzt Zeit für eine Party! Also, das heißt, ich zock wieder den ganzen Tag nur PC! Ich hab kein Leben! Ich hoffe, sie werden nicht wütend sein! Ja, muss ich jetzt eigentlich Pikachu spielen, oder? Fast. Du wirst es gleich bemerken. Aha. Und ich muss das noch... Das Bildschirmwackeln ist normal. Ja, ich weiß. Ah, jetzt kann ich laufen. Okay, ich hab fertig gechillt. Jetzt ist Zeit für Party! Alter, ich höre mich die ganze Zeit, weil ich so laut rede, nochmal. Ich hoffe, meine nicht vorhandenen Freunde sind schon hier. Hi. So, jetzt kannst du dich bewegen. Mit den Pfeiltasten. Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade eben auch schon bewegt. Und du kannst Leute mit Y und X ansprechen. Ja, das ist genauso wie in Smaragd. Soll ich sprechen, oder? Ja. Ja. Oh wow, cooles Kostüm! Danke. Verpiss dich. Den spreche ich. Ich glaube, das sollte deine Antwort mal beantworten. Was trägst du? Irgendwas für meine Geburtstagsparty hier oben? Ich bin alleine. Oh. Ja, mach keinen Ärger. Ja, ich mach Ärger. Wir wechseln uns einfach ab. Ich hab gehört, du hast eine Geburtstagsparty, dir einen Anzug gemacht, Günther. Aber ich habe niemals gedacht, dass du dies als, wie heißt das nochmal? Ich bin Pikachu von Pokémon. Geh raus hier, das ist Allgemeinwissen. Solange du in diesem Gebäude bist, hab ich hier keine gute Zeit! Ich muss dazu sagen, diese Wähler können nur dir. Yay. Das bin ich wieder. Ich lieb die frische Luft, die der Baum abgibt. Aha! Finde ich gut. Wo muss ich hin? Ah, hier. Oh mein Güte, das läuft schon mal gut, oder? Nein, ich punkte! Ist irgendwas los? Nothing. Nichts. Was ein Spasti. So, Also Günther, du hast eine Party. Ja, ich glaub schon. Das ist toll. Genieß sie. Danke. Ich bin motiviert. Was ist?
Hallo, was ist? Das war cool. Hallo? Was ist denn? Hallo Günther. Oh nee. Kurzer Cut, ich glaube, mein Mikro ist ausgefallen. Ich hatte es jetzt kaum noch. Warte, ich ändere mal mein Mikro. Vielleicht liegst du meinen Kopfhörer. Hörst du mich jetzt? Ja. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Hörst du mich jetzt wieder? Ja. Okay. Wo warst du? Mein Mikro ist anscheinend wieder ausgefallen. Ah, okay. Also, hallo Günther! Hallo. Hab dir gesagt, dass deine Freunde schon alle fertig sind, sind homo. Aha, gut. Ich weiß, meine Übersetzung ist nicht so gut. Ich lauf durch die Gegend und bin Pikachu. Hey. Nein, du bist ein Mensch in einem Kostüm. Ja, nee. Du musst improvisieren. Ich bin jetzt ein Pikachu. Also, okay. Hallo. Hi, Mom. Du hast deine Freunde... Ich bin dran. Du hast deine Freunde warten lassen, da drin. Ja, sorry, ich war noch zocken. Und was für ein Scheiß trägst du da? Sag mir nicht, dass du das bei deiner Party trägst. Natürlich, also ich und meine Freunde lieben ja Pokémon. Das heißt eigentlich nur ich, weil ich habe ja keine Freunde. Stimmt. Ich seh dich drin. Ja. What the fuck? So, jetzt kommen die wichtigsten Personen, die musst du alle kennenlernen. Oh Gott. Hi Leute, sorry, dass ich ihn so lange gebraucht hab. So, den lass ich dies wieder. Okay. Na endlich, der hier feiert ist angekommen. Okay, Mark. Was war das schon irgendwie? Ich muss kurz wieder die Stimmen zuordnen. Wie die alle gleich aussehen. Außer der. Was ist mit diesem Anzug? Ist meine gleiche. Ich zeige nur meine Liebe zu Pokémon. Ah, warte, den lassen wir. Das ist der Entwickler. Oh Gott. Aus wie ein Tier. Ja, ich weiß, aber was hat das mit meinem Kostüm zu tun? So, der hat eher so eine Singerstimme. Also, wenigstens ist er hier und er ist glücklich. Das ist gut. Was aus immer. Okay, ich glaub. Mein Zeck! Was steht denn da? Ich sollte zu in irgendwas gehen. Okay, Leute, heute ist mein 12. Geburtstag. Und ich will, dass er ganz toll wird. Lasst uns es mit unserer Liebe zu Pokémon feiern. Ich weiß es nicht. Du hast mir das Spiel empfohlen. So. Ja. So, also es ist ein Geburtstag. Und es ist ein Pokémon-Feier. Wie kindisch. Ey! Was ist jetzt? Hallo? Okay, wir sind im Wald. Was ist passiert?
Punkt, 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 wo bin ich? Bin ich raus aus dem Hotel? Was ist passiert? Dass sie mich wieder Platz draußen vom Hotel aus. Ich glaube, ich habe eine Stimme aus der Richtung gehört. Ah nee, hä? Ach so, das war gar nicht ich. Vielleicht war das nur der Wind. Warte, habe ich auf meinem Handy einen Wind-Soundeffekt? Aber lass uns zuerst nachschauen. Ich füge den Windeffekt nachträglich ein. Du hast gerade ihn eingefügt, weil im Hintergrund ist dein Auto vorbeigekommen. Wow. Du bist gut. Och nee, kein Flemmli. Lass mich Flemmli sprechen. Ich kann die Stimme von Gigi. Yay. Oh. Jetzt lass uns das überlegen. Warte kurz. Yo, Edivier! Fuck. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Aber du glaubst es nur, du bist dir nicht sicher. Träum ich den Scheiß jetzt? Vielleicht mache ich das aber, diese Pokémon. Das ist ein sehr realistischer Traum. Pokémon sind nicht echt, also weiß ich, es ist ein Traum. Hey, ist das vielleicht das Robby? Von dem Susan? Das sieht sehr aus wie ein Raupi. Sind deine Augen weit offen? Das ist ein Pikachu! Du hast Rest, das ist Rest, Flemmi! Das ist ein Pikachu! Danke für diese Feststellung! Oh Gott! Ihr seid Pokémon und ihr könnt sprechen? Hallo? So. Bei mir zum Sklaven. Ja, wir können sprechen. Also was? Du bist ja aus dem Pokémon, kannst reden. Warte, ich muss dich kurz ein bisschen leiser stellen, du bist gerade ziemlich laut. Entschuldigung, das mag wahrscheinlich sein. Pikachu. So. Was, aber das ist ein Kostüm. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt! Punkt, Punkt! Was, ich bin Pikachu? Aber, wie ist das passiert? Du bist die Besitzer. Und was ist im Spiel? Können wir deinen Namen wissen? Nein. Mein Name, ja, ich heiße Günther. Oh, hallo Günther. Ich bin Edivia und das hier ist Flemish. Ich weiß, ich bin nicht dumm. Ich sag ja, ich weiß. vielleicht ist das kein Traum. Edivia! Vielleicht sollten wir weiter nach Raupi suchen. Ja, auf jeden Fall, weil Raupi jeder mag es. Oh ja, ist das was vergessen? Ich wusste es. Sag mal, Günther, möchtest du unserem Rettungsteam beitreten?
Rettungsteam? Das ist eine Gruppe von Pokémon, die die anderen die Pokémon helfen, die Hilfe brauchen. Aber wir haben gerade erst gestartet. Und wir brauchen mehr Teammitglieder. Also möchtest du mitjoinen? Ja, sicher. Weil ich wüsste auch nicht, wo ich sonst hingehen soll. Cool, wir haben ein neues Mitglied. Ich bin im T-Shirt. Die Go-Getters, aha. Ich glaube jetzt Getters. So. Okay. Los, finden wir Hoppy. Yay! Ich muss kurz weg, sorry. Sorry, ich muss kurz weg. So begann die epische Geschichte von Günther und Fragezeichen Land Rettungsteam. LP mit Knuckles und Scratch dabei. Hallo. So, ich hab die Leute unterhalten. Und ich glaube, ich hab Halluzinationen oder so. Ich hab gedacht, meine Mutter hätte mich gerufen, aber nö. So. Weißt du, was wie ein Robby aussieht, Ristik? Natürlich, ich bin doch nicht blöd. Ich bin's, Mickey Maus! Komm, lass uns gehen. Yay. Jetzt bin ich in einem Wald. Ja, und jetzt beginnt das wahre Spiel. Was? Was? Ja, du wirst von mir ein Pokémon angegriffen. Ha? Es ist wie ein Dungeon. What the fuck? Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Glücklich List? Nicht wie... Ich hab echt gedacht, das wäre viel mehr wie ein normales Mystery Dungeon. Ist es ja auch anders. Hä? nein, nicht. Das Ding ist schon Level 8. Ja gut, wahrscheinlich. Ich bin müde. Ah. Außerdem, die Orte, wo du hinkommst, sind random generiert. Ja, ich dachte halt Kampfprinzip-mäßig, aber ernsthaft, das Scheiß, wie kann keine Feuerattacke, willst du mich verarschen? Das ist auf einem anderen Level. Ah ja, und du solltest schauen, dass kein Team mit Glitch stirbt. Oh, schade. Weil danach kannst du es nie wieder verwenden und du musst mit dem. Was? Drei. Mit der Story durchkommen. Was? Also, ich weiß ja schon, dass es vier Endings gibt. Warte. Ist dann jedes Ending eine unterschiedliche Anzahl Pokémon, die man am Ende hat, oder? Du kannst nach so einer Pokémon fragen, denke ich. Ach so. Ja, dann gehe ich mal weiter. Wie eine Halfpanzer. Yay, Hornliu. Das ist ja sogar so stark wie ich. Donnerblitz. Wer schreibt mir jetzt unter den Discord? Was ist? Jemand hat mir unter Discord geschrieben. Das nervt mich jetzt schon. So. Das ist gerade irgendwie ein bisschen wie eine Nuzlocke, dass keiner sterben darf. Und ich will ja nicht sagen, dass ich... Oh ja, du kannst sterben. Sorry, meine Fehlinformation. Ach so.
wollte schon sagen. Ich hab vergessen, dass es eine Heilpflanze gibt. Ich wollte schon sagen, meine Nasslok hat ja auch nicht so lange durchgehalten. Die haben sich leider nicht zu Ende angeschaut. Oh, sorry. Ich hab gerade. Auf jeden Fall solltest du. Ja. Du kannst ruhig die Spieltaste drücken, also. Ja, Hornlio auch sehr stark. Ups. Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Ja. Yeah. Aber wie ist die Story bisher? Merkwürdig. Es ist ein Mystery Dungeon Fangame. Ich würde auch mal sagen, die erste Folge endet hier. Die ist inzwischen lang genug, also. Ja, ich denke aus. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Bei Chip und Chip und Rescue Hilfe.